Hallo Freunde, hallihallo und herzlich willkommen zu World of Warcraft. Wir machen heute die Brauerei Sturmbräu und den Erfolg Ling Tings Kräuterreise. Die Instanz befindet sich hier, ich zeig's euch mal, auf Pandaria, im Tal der Vier Winde und hier relativ im Süden steht ganz groß auf der Karte Brauerei Sturmbräu. So, hier haben wir Shen Sturmbräu und Trübtrunk. Wenn ihr die Quests hier im Tal der Vier Winde gemacht habt, wisst ihr, dass Shen Sturmbräu auch von außerhalb kommt. Der hat die Welt bereist und ist ein Braumeister. Genau, ist ein recht bekannter Panda. Und Trübtrunk haben wir geholfen, hier sein Bier zu brauen im Tal der Vier Winde. Genau genommen in Halbhügel. So, jetzt gehen wir da mal rein. Oh, hallo Zen. Wie lieb von dir, dein altes Tantchen Sturmbräu zu besuchen. Ich bin nicht Zen. Ich bin Chen Sturmbräu. Oh, Zen. Du erinnerst mich so an deinen Vater. Was ist hier geschehen? Heute haben wir aber schönes Wetter. Wo sind die anderen Sturmbräus? Warum treiben die Hosen an der Brauerei ihr Unwesen? Hast du gesehen, was für große Rüben Esmeralda dieses Jahr hat? Tantchen Sturmbräu, warum ist die Brauerei verlassen? Verlassen? So ein Unsinn. Onkel Gau kümmert sich um alles, während die anderen jenseits der Mauer sind. Ist das nicht aufregend? Verstehe. Und wo ist Onkel Gau? Ich habe Plätzchen für dich. Wir haben keine Zeit für Plätzchen. Gut, ein Plätzchen. Nur eins. Oder zwei? Okay, ich glaube, das war's. So, Freunde, also mit Tantchen Sturmbräu stimmt irgendwas nicht. Geduld, Geduld. Was es ist, wissen wir nicht, aber wir kaufen jetzt gleich mal. Ich würde sagen, zweimal Ling Tings Lieblingstee. Das kommt aber dann später. Vermutlich in der zweiten Folge. Geisterplätzchen, okay. Gut. Also, Freunde, wir machen jetzt erstmal die Instanz. Seelenstein, Gesundheitsstein, der Kristall des Wahnsinns und finstere Absichten. Wir spielen heute Hexenmeister, wie ihr seht. Denn mit Ray, mit meiner Schamanin, habe ich die Erfolge schon. So, unten seht ihr jetzt eine Anzeige hier unter meinen Leisten. Wir müssen jetzt nämlich, um den ersten Boss freizuschalten, 40 Äffchen töten. Das ist eine ganze Menge. So, passt mal auf. Wie machen wir denn die? Müsst ihr gucken, die stunnen. Das ist, die sind ein bisschen nervig. Aber dann stunnen wir einfach zurück. So. Sollten wir vielleicht die Höllenbestie nehmen? Er hier, unser Astadaris, das ist eine Terrorwache. Die macht ganz gut Fernkampfschaden. Unser Sengenkor, das ist die Höllenbestie, beziehungsweise ein Abyssal. Das ist die verbesserte Höllenbestie. Der tankt. Das heißt, er spottet Gegner an sich. Was sehr praktisch ist. So, die zwei können wir auf jeden Fall kaputt machen. Ihr wisst ja, ich töte lieber aggressive als neutrale Gegner. So. Dann sammeln wir mal ein bisschen. Wir brauchen nämlich 40 von den Jungs hier. Nicht genug Mana. Also ihr seht, die Gegner sind sehr einfach. Auf Stufe 100, versteht sich. Gegenstandsstufe habe ich 670. Ihr könnt hier auch mit 650 schon rein oder vielleicht sogar mit 630, 20. Müsst ihr ausprobieren. So, fertig. Jetzt kommt hier Uk-Uk. Der Boss. Der erste Boss. Genau.
Ich erkläre euch kurz den Erfolg, den es hier gibt. Wir machen ihn nicht, aber ich erkläre ihn euch. Hier diese Fässer, da könnt ihr drauf springen. Und mit denen, genau an der Stelle, wo Uki jetzt steht, müsst ihr den halten. Denn der bekommt Schaden durch die Fässer, auch wenn ihr nicht drauf steht. Also ihn darf kein Fass treffen. Und ihr müsst ihn mit 20 Fässern umrollen. Sobald er von einem Fass getroffen wird, das nicht von euch gesteuert wird, stirbt er zu früh. Ihr müsst also wirklich schauen, dass ihr alle 20 Fässer auf ihn balanciert und nicht hier einfach so reinziehen. Genau. Ich zeige es euch mal kurz, wie ich das meine. Bodenhämmern müsst ihr gucken, das stunt. Hier kommen jetzt gleich wieder Fässer. Huch. Jetzt habe ich es verpasst. Okay, dann jetzt müsste es dann aber gehen. Tu ihn mal hierher, Semenko. Also ihr seht, der macht uns überhaupt keinen Schaden. Was noch gut ist, wenn ihr den Erfolg mit den Fässern machen wollt. Achtung, dieses Fass rollt jetzt gegen ihn. Das darf nicht passieren, wenn ihr den Erfolg machen wollt, sonst stirbt er euch zu früh. Ihr müsst also wirklich 20 Fässer auf ihn persönlich rollen. Und ihr müsst gucken, dass der Debuff, den zeige ich euch auch kurz, der Debuff stackt auf 20 hoch und ihr müsst gucken, dass der nicht ausläuft. Lasst ihn mal kurz ausflippen. So, ich zeige euch mal den Debuff. Schaut mal, hier unter seiner Leiste ist jetzt ein Fass. Ne? Bierexplosion. Dieses Fass müsst ihr 20 Mal auf ihn stacken. Das heißt, immer wenn ihr ihn mit einem Fass umrollt, genau, hat er hier ein Stack mehr und bei 20 Stacks stirbt er. Ich habe es heute schon mal versucht. Ich habe 19 Stacks hinbekommen. Mehr allerdings nicht. Mit dem 19. Fass ist er mir gestorben. Zieht auf jeden Fall, wenn ihr Stufe 100 seid, eure Klamotten für den Erfolg aus. Ich hatte nur Hose und Brustplatte an. Also so, dass ich gerade nicht nackt war. Genau. Ich persönlich werde den Erfolg morgen nochmal machen mit meiner Schamanin. Vielleicht nehme ich ihn euch auf. Warum eigentlich nicht? Ich nehme ihn euch auf. Das heißt, wir machen jetzt hier die komplette Brauerei Sturmbräu. Puff. Dann machen wir Lingtings Kräuterreise in der nächsten Folge. Und in der übernächsten Folge zeige ich euch dann den Uk-Uk-Erfolg. Den hier können wir gleich machen mit den Hopflingen. Der ist ganz mies. Passt mal auf. Hier, die Bopper, ne? Die haben Hämmer dabei. So einen Hammer schnappt ihr euch. So. Dann hat hier der Hopfer hat ein Bierfass. Also, jetzt stellen wir uns erstmal unter den da. So, den stellen wir uns jetzt hier hin. So, und nehmen den nächsten Hopfer, der kommt ins Target. Das ist wieder ein Bopper, da kommt der Hopfer. Also es gibt Bopper, Hopfer und Hopflinge. Die Hopfer haben Bomben und die Bopper haben Hämmer. So, jetzt Zemenko ist auf Passiv, dass der uns die Viecher nicht tötet. Passt auf, jetzt kommt der Hopfer, ne? Da ist er. Hallo, Hopfer. Komm hierher zu uns. Komm hierher. So, jetzt passt auf, der castet jetzt explosives Bräu. Jetzt haut ihr ihn nach oben, er geht hoch und der Affe hängt immer noch. Verdammt, aber so geht das auf jeden Fall. Okay, wir müssen auf den nächsten Hopfer warten. Da hinten kommt er. Wir haben wieder einen Hammer geholt. Ein Hammer hat übrigens 3 Aufladungen. Oh nein, du sollst das doch nicht da hinten casten, du blödes Teil. Okay, wir müssen hier warten. Eigentlich könnten wir die hier platt machen. Das macht keinen Schaden. Verdammt. Egal, wir lassen die einfach, bis der nächste Hopfer kommt. Da ist er. So, haben Hexenmeister irgendwas, das keinen Schaden macht? Ich glaube nicht. Mit dem Schamanen würde ich den jetzt zum Beispiel mit Windstoß herpullen. Also ihn praktisch aufmerksam machen auf uns. Dämonensklave, verbannen. Wir müssen ihn einfach herziehen. So, komm her, Opfer. Hallo. Hallo. Schön. So, schön unter den Affen. Achtung, jetzt. Wieder nicht geklappt. Was ist los mit dem? Vielleicht standen wir nicht richtig. Ich markiere den mal. Warum auch immer. So, Hopfer. Hopfer, da kommt einer. Hopfer. Hopfi.
Komm, 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 komm. Ich heile uns mal. Mit Funkenwandlung. Hallo! Hallo! Du blöder Hase! Affe! Alter! Der hat uns echt nicht gesehen, nicht zu fassen. Ah, wartet. Das müsste klappen. Jetzt ist der kurz gestunt und kommt dann zu uns, wenn alles gut läuft. Da ist noch einer. Komm auch mal her. So, stehen wir auch richtig. Ich geh mal ein bisschen nach so. Hopfer. Mal ein bisschen früher. Ja! So, das ist der Erfolg. Wie ist der denn dort hochgekommen? Ihr Lieben, ich glaube, am heutigen Tag geht's jetzt nicht, aber beim nächsten Boss gibt's auch nochmal einen Erfolg. Den kann ich euch dann auch morgen zeigen. Ihr sammelt einfach ganz viele Hopflinge. Also ihr dürft keine töten. Ihr sammelt einfach alle und wartet beim Boss noch ganz lang, dass dann noch mehr von den Kumpels spawnen. Wo ist denn der Boss? Also wie gesagt, den machen wir eh nicht heute. Weil wir kriegen nicht mehr genug von denen zusammen. Wir haben schon ein paar tot geprügelt. So, da ist Hopsalus, der Boss. Genau. Das heißt, morgen zeige ich euch dann zwei Erfolge hier. Gut. So. Jetzt können wir nochmal den Hammer benutzen, als das auch alle tot sind. Hier kommt jetzt ein Hase mit einer Schubkarre und macht die Möhre weg, dass wir hier weiterlaufen können. Als ich das erste Mal gesehen habe, Freunde, ich habe mich so kaputt gelacht über dieses Teil, dass er einfach mit der Möhre wegfährt. Es ist so geil. Es ist so super. Stimmt, das sind Bierelementare, Freunde. Also keine Wasserelementare, sondern Bierelementare. Genau, fliegende Biermonster. Also, die sind hier alle besoffen, wie ihr seht. Und die Brauerei ist voller Ungeziefer, das wären dann die Hopflinge. Und hier stimmt auf jeden Fall irgendetwas nicht. Und was hier nicht stimmt, Freunde, das werden wir erfahren, wenn wir den nächsten Raum erreichen. Das hier ist übrigens das große Rad, hier wird das Zeug gemahlen. Das finde ich total cool gemacht, schaut mal, hier können wir rausgucken. Genau, mit dem Mühlrad. So, so. Jetzt können wir ein bisschen schneller laufen durch unsere Ingenieurskunst. So, dann nennen wir mal hier hoch an diesen ganzen Urahnen vorbei. Und machen die zwei. Na? Wie, kein Schattenbrand ready? Langweilig. Okay. Schattenbrand! Die coolste Attacke vom Hexer, vom Zerstörungshexer. Schattenbrand. So, Freunde, hier ist Onkel Gao. Ja, ja, so nah. Nur noch eine Fiese. Was? Also, der mischt hier Bier, ne? Ist klar. Und hier kommen dann die Gegner. So, am besten stellt ihr euch jetzt hinter die Statue. Na, so, die schießen nämlich. Das ist ein bisschen nervig. Darum ziehen wir die hier hinter. Hört mal auf, was auch immer ihr da tut. Sonst klappt das besser. Ich glaube, ich bin nicht weit genug hinter der Säule gewesen. Kann das sein? Was machen denn die da Komisches? Ich glaube, die heilen sich, oder? Keine Ahnung. Paprika! Ah, oh, das Ding ist so cool, dieser Kampf. Dieser Typ vor allem, der Onkel Gao. Er ist so super. Okay. So, kaputt, kaputt. Nächste. Das war's jetzt, Freunde. Jetzt kommt nur noch der Endboss. Huch. Wenn ihr in diesen Bierpfützen steht, seid ihr betrunken, dann könnt ihr nicht zaubern.
Gibt's eigentlich beim Endboss auch was? Mal kurz nachschauen. Weiß ich gerade gar nicht. So, lass mal schnell nachschauen. Ah, wir haben die alle schon gemacht. Das ist natürlich schwierig, den richtigen zu finden. Hilfe! Was ist das für ein Ding? Egal. Jadeschlange, bla bla bla. Mokushan. Die sind nach Instanzen geordnet. Belagerung. Braurer Sturmbräu. Heroisch. Bezwingt Yanzu den Dekantierten auf heroisch. Ich glaube, wir haben alles. Gibt's hier keinen Erfolg? Echt jetzt? Naja. Der Yanzu, der hat verschiedene Fähigkeiten. Es kommt immer darauf an, welchen ihr gerade erwischt. Einer macht Wellen, der andere lässt euch fliegen. Oder macht das alles einer? Nee, keine Ahnung. Also Yanzu ist eigentlich ganz einfach. Einfach kaputt hauen. Genau, aus dem Filmrissbräu gehen wir raus. Filmrissbräu verschwindet, wenn ihr euch bewegt. Ich glaube, irgendwann stunt euch das. Das ist nicht so. Ist es möglich? Welche Harmonie des Geschmacks. Welch berauschendes Aroma. Es ist das perfekte Bräu. Der Name Sturmbräu wird erneut überall in den Bergen besungen werden. Und natürlich. Du solltest dich um die Brauerei kümmern. Was hast du getan? Du schon wieder. Siehst du nicht? Ich habe mir endlich einen Namen gemacht. Ich habe Perfektion gebraut. Um welchen Preis? Die Brauerei ist zerstört, verseucht. Wo gehobelt wird. Und im Hauptlager sind Schädlinge. Sturmbräu. Wir können nicht alle Helden sein, vor unserer Verantwortung fliehen, durch die Schreckensöde ziehen und die Welt retten. Manche von uns sind Künstler. Ich glaube, die Brauerei brennt. Ah ja, das kommt vor. Seid ihr fertig, ihr zwei? Ich glaube nicht, da fehlt doch noch was. Ich weiß auch nicht, irgendwie kommt mir das nicht fertig vor. Chen? Braut sich was zusammen? Hast du noch was zu sagen? Sonst gehe ich jetzt. Ja, Freunde, das war auf jeden Fall die Brauerei Sturmbräu. Ich glaube, die sind fertig, die zwei. Die diskutieren jetzt halt noch weiter, ne? Ja, für die Folge war es das. Aber ich gehe jetzt nochmal zum Eingang und in der nächsten Folge zeige ich euch dann den Erfolg... Ling Tings Kräuterreise. Bis dahin, eure Eerie.